Ich bin hier auf dem wunderschönen Flugfeld in Berfelde. Und ihr fragt euch sicherlich, Nanu, was ist denn das für ein komisches Video, was der hier macht, der Frank? Kommt wie folgt zustande. Einige haben sich gefragt und haben mir auch geschrieben dann, du sitzt immer am Tisch und erklärst und baust und machst. Fliegst du eigentlich auch diese Helikopter, die du da zusammenbaust? Und ich kann sagen, ja, in der Tat, ich fliege auch Helikopter. Und das möchte ich euch gerne mal ganz kurz zeigen. Ich habe meine vier Lieblingshelikopter hier mitgebracht. Zurzeit meine Lieblingshelikopter. Wir haben Juni 2019. Das ändert sich ja ständig. Zwei Logos, ein 700er, ein 600er und zwei Goblins, ein 770er und ein 700er. Und dazu sage ich gleich noch ein bisschen was und fliege auch eine kleine Runde. Hier vor mir steht der Mikado Logo X Extreme 700. Was übe ich mit diesem wunderschönen Helikopter? Es hört sich komisch an, aber tatsächlich übe ich hiermit die Autorotation. Ich vertraue diesen hier am meisten, weil er hat ein Carbon-Landegestell. Und zwar habe ich das mal irgendwann aus der Schweiz bestellt. Woher, weiß ich auch nicht mehr so genau. Und das ist etwas breiter als alle anderen. Und ich fühle mich einfach sicherer, hier mit diesem Helikopter Autorotation zu üben. Und zwar mache ich auch die echte Autorotation. Oben Motor aus und dann hopp oder top, bring ihn runter oder hau ihn in die Erde. Es gibt kein Bailout oder wieder, oh, das wird nichts, schnelles Anlaufen des Motors. Habe ich nicht. Motor aus. Und wenn ich den Motor dann wieder anschalten würde, dann gibt es einen Sanftanlauf und da kracht sowieso runter. Also, keine halben Sachen, hopp oder top, Autorotation rein, oben und dann mal schauen, ob es funktioniert. Einer von meinen Helikoptern ist hier der Mikado Logo 600, den ich umgebaut habe auf 6S. Das reicht völlig aus für meinen Flugstil. Und das ist der Helikopter, mit dem ich die Dinge, die ich so am Simulator geübt habe, bis zum Erbrechen. Und das hier ist der Helikopter, wo ich dann sage, okay, ich bin soweit. Wir beide sind soweit. Lass uns das mal in der Realität ausprobieren, was ich da in der Simulation ohne Angst schon ganz gut hinbekomme. Zurzeit ist es der halbe Pyroflip. Funktioniert schon recht gut. Ich bin schon ganz zufrieden damit. Er ist noch nicht so auf einer Stelle, wie ich es gerne hätte. Und ich schaffe es auch noch nicht so ganz, zwei, drei Stück hintereinander sauber hinzubekommen. Aber mein Logo fällt nicht vom Himmel, wenn ich das mache. Und man kann erkennen, ah, was der da macht, das ist ein halber Pyroflip.
hier mein Ur-Goblin, Goblin 700. Was fliege ich mit diesem Helikopter? Ganz einfach, all die Figuren, die ich mit dem 600er Mikado Logo geübt habe und auch schon so halbwegs drauf habe oben in der Realität, mache ich mit diesem 700er nach. Was der 600er Logo kann, kann ein Goblin 700 schon lange sozusagen. Und das schauen wir uns mal an. Zum Schluss mein Lieblingshelikopter, ein Goblin 770 Competition. All die Dinge, die ich vorher geübt habe mit dem 600er, mit dem X-Extreme 700 oder mit dem Goblin 700, werden dann hiermit geübt oder in die Luft gezeichnet sozusagen. Und dann bin ich hochzufrieden. Okay. Ich hoffe, das Zuschauen hat Spaß gemacht. Ich gehe mit der Kamera gleich nochmal rüber über die einzelnen Helikopter, damit ihr sehen könnt, was ich denn hier so überall verbaut habe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.